Aber ich kann auch wieder wenigstens abgewinnen, ne? Ich glaube, so in so einem League-Kosmos würde ich es mal probieren. Aber ansonsten ist das einfach nicht mein Genre. Okay, TP ist wieder normal. Nee. Ist zwar ein bisschen weird mit dem Dark Harvest, aber er geht wahrscheinlich davon aus, dass er online überwiegend Caster sein wird und nicht Auto-Attacker. Das habe ich nicht so hart gelogen. Das wird probably so sein. Gegen Six ist halt der TP deswegen gut, weil wenn die gepokt werden oder wenn wir die all in und dann muss und dann sind die low, dann kann die einfach basen, ohne Verlust zu haben auf CS. Andersrum, wenn wir gepokt werden und ich mein 1v2 hier, was ich ja spielen muss auf der Lane mehr oder weniger, verlieren sollte, dann kann sie nochmal, dann kann sie quasi alle Ressourcen raushauen, mich noch härter pressuren, als sie sowieso schon tut, und mit dem TP nochmal für Tempo gehen und nochmal auf die Lane TPen mit neuen Ressourcen. Das ist dein Genre. Ich mag so Dark Souls-Likes. Ich mag. Also Souls-Likes finde ich gut. Ich finde Rogue-Likes gut. Und actually so Riot Games-Shit finde ich gut. Ist nicht so, als würde ich ein anderes MOBA spielen als League, aber. Wobei auch da, Heroes of Storm fand ich auch gut. Nicht besonders langfristig, aber ich fand's gut. Imagine, wir würden hier für einen Hook gehen. Rektin auf Reset. Ist ein bisschen free, oder nicht? Warum um alles in der Welt guckt sich das hier jemand freiwillig an? Damn, son. Hätte ich nicht tun dürfen. Karma zu strong in dem Fall. Hätte ich nicht tun dürfen, Alter. War debated? I guess so. Ich habe auch for whatever reason jetzt einen Rubin gerade in der Hand. Naja. Nicht so viel auf die. Und Freeze Wave jetzt nicht, weil ich den Freeze nicht halten kann. Der Freeze bringt mir überhaupt nichts.
Ich muss die an den Tower pushen, weil die mich sonst zu Tode poken. Ich darf nicht deren Win Condition in die Lane kommen lassen. Ich werde nicht den Freeze, kann ich nur halten, wenn unser Hook trifft, weißt du? Und das kann ich nicht verlangen. Ich möchte die ganze Zeit gegen pushen, um deren Win Condition zu denyen. Wenn wir jetzt eine super krasse All-In-Lane hätten, cool, aber unsere Lane wird dadurch entschieden, wer pushert. Und as you can see, ich kriege hier mega ins Fressbrett, nur weil ich keinen Push mehr habe. Ach, das ärgert mich so sehr. Wir Free First Blood kriegen, alles ist gut. Und dann, Wasted Blitz fängt seinen Hook. Und wir kriegen den All-In auf die Caitlyn nicht mehr. Keine Tier, weil ich kein Tier brauche. Deswegen ist nicht so geil in die Lane. Jock bzw. ist der beste Champ ever. Not sure. Dürfen wir das hier oder nicht? Ach man, wenn der Blitz nicht mal auf den letzten Metern einfach meinen Progress kaputt machen würde, das wäre schon geil, ne? Warum kann der nicht hier warten einfach? Der kann doch hier einfach warten mit seinem Hook so. Warum muss der den Hook einfach wasten wieder? Hook, mit dem Hook warten, bis der verdammte Axe nochmal die Wave an. Bis die Wave drin ist so. What's the point? But he can't. Aber ist okay. I mean. Ich habe halt den Pantheon Ult bekommen, den Tenet von Lily bekommen. Auf Topside anyway ahead. Wenn wir auf Botside nicht behind und. Was will ich mehr, ha? Huh? Sind die noch hier? Ist sie sehr desperate oder nicht? She's not.
Nice. Möglich Lost Shemter into High Resin Focus zu bauen, ist Loon Powers praktisch stark. Wirst du jetzt nicht warum, weißt du? Also. Oh nee, oder? Als ob dich treffen lässt. Was? Wirst du nicht warum Horizon. Ich sehe jetzt auch Horizon Focus nicht so als krasses, mega gutes Item an, weißt du? Deswegen weiß ich nicht genau, warum ich sollte. Oh, what have I done? Ich brauche hier Ludens. Unangenehm, Leute. Sehr, sehr unangenehm. Diese Skillshots. Die waren mir fast peinlich. Ja, Vigo ist absolut not balanced, aber ich sehe auch hier bis mal Leute, die halt nicht Vigo picken und ich weiß nicht warum. Warum pickst du nicht Vigo? Ah, wir haben wieder keinen Mana auf dem Blitzschrank. Ja, ficken. Und auf den Patch, ja, für Lane. So. Im Jungle dreht er noch immer jedem den Kopf um. Ich mache einfach mal den hier, weil keine Ahnung warum. Ja, Leute, worüber reden wir? Ne? Das Game scheint doch wieder gut free zu sein. Warum ist mit mir eigentlich mit mir und Towern? Was ist da nicht mit denen? Was ist mit Towern und mir? I don't know. Slot die W von Blitzen ihn nach Ablauf. Damit du ein Counterplay-Window hast. Wenn er nicht hätte, läuft er auf dich zu, versucht seinen Grab und du hast kein Counterplay dazu. Die Zeit ist aber aus einer Zeit noch, wo Leute auch quasi auch Counterplay hatten, also wo Champs Counterplay hatten. Spiel jetzt zum Beispiel Pyke. Pyke verliert hinten raus in Effizienz, for sure, weil Game sich einfach in die Richtung entwickelt hat. Aber lass Pyke in Season 5 rauskommen und er ist der most broken Champ ever, weil der unpunished ist für alles und unpunished bleibt. Es gibt einfach ein gewisses Set an Champions, die können einen Pyke niemals
punishen. Sehr cool, was willst du sagen? Was ist dein, wo führt jetzt dein Gedanke hin? Weißt du überhaupt, das ist kein Item für Six, ne? Also nicht mal ansatzweise. But I guess we get it, guys. Ich bin's einfach ein very fast Six. Not so sure about this one, my friendo. Ist ja nicht mal so weak, ne? Die Cat. Lol. Also einen von beiden soll ich schon treffen. Im Best Case beide, ne? Saftig. In so ein Game ist eigentlich ganz gut zum wieder reinkommen, ne? Ich werde schön getragen. Scheiß aber auch nicht zu hart rein. Oh, ich bin ein Fast Boy. Ha, huh, keinen Schaden gehabt, ne? Huh? Oh, das war außer auf der Ult. Ich habe die Trap auch gar nicht gesehen, fairerweise. Den Release.
Baust du nie Trainer auf Six? Ich wüsste jetzt nicht warum. So, ich sehe Leute Trainer auf Six bauen, aber wofür? Also ich habe nicht so oft das Bedürfnis, Trainer zu bauen. Aber kann man bestimmt machen. Ist jetzt nicht falsch. Oder so. Ich mach's einfach nur nicht. Ist ja auch nicht, ist 400 Gold. So 400 Gold kann man sich immer irgendwie erlauben. For sure. Geht dann nicht, ja. Huh. Not bad, Alter. Der Damage. Hä? Hätten wir Sonjas holen müssen? I guess Sonjas wäre es gewesen, oder? Immer Ding dazwischen. Why not? So baut man Six nicht. Guckt euch das bloß nicht ab. Kloss. Ist witzig. Fast gewonnen, ne? Fast. Aber auch nur fast. What the fuck? Wenden, ja, ne? I think so. Durchzitzt die Sau.
Interesting aber, ne? Mit der Caitlyn. War interessant. Armor Pen Kate. War spannend.